Wenn sich da einer verbremst von dem Pulk, sind alle draußen. Alter, ja. Alter, Duel. Oh. Wird dazu passen, dass es Duel ist, aber der macht gerade hier echt ein krasses Rennen. Ey. What the fuck? Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zu Formel 1 Manager 22, gemeinsam mit dem Kenny. Hallo, und der war ja was auch mit dabei. Ja, hallo, Kenny. So, Monza, Rennen. Was haben wir denn da? Soft und Medium sogar. Öha. Oha. Krass. Okay. Interesting. Ha, wir haben frischen Softreifen. Yes. Gut, dass der nicht abgehauen ist nach Qualifying. Okay, das heißt, da haben wir so 27 Runden. Ein bisschen weniger. Ja. 25 vielleicht. Bei Duellen vielleicht 15. 25 und 40. Wird sich theoretisch ausgehen. Rein theoretisch sollte das klappen, ja? Das ist ja die Frage, wie viel wir ballern müssen, um gegen andere gegenhalten zu können. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Ja, da machen wir die Soft-Taktik bei Gasly, würde ich sagen. Du ein Medium. Wenn das passt. Klar. Klar. Kraftstoff braucht man nicht mehr tanken, oder? Haben wir eigentlich nie gebraucht. Dann lernst du auch mal mehr zu viel, oder? Mhm. Naja. Nur das eine Mal Qualifying, du hin, wird es mal knapp. Wurde sich knapp, halt da war es leer. Knapp lässt vermuten, dass noch was im Tank war. Okay. War trocken gefahren. Trocken übrigens. Die Fahrer stellen sich bei wunderschönem blauen Himmel. Doch, Summer kenne ich auf. Wo's? Wo's? Und da haben wir auf der 4. In der ersten Hälfte des Feldes ist doch so einiges möglich. Das ist der zweite Aston Martin. Das ist heute der andere Trottel. Top-10-Platzierung, aber kann daraus Kapital geschlagen werden? Die Teams sind startklar. Wir befinden uns auf der ältesten Strecke in Europa. Ab dem geht's. Großen Preis von Italien. Press is starting now. Ferrari mal eben drüber. Schikane 1 zu. Boah, da kracht's doch ja, gleich. Ja, Rennunfälle gibt's doch nicht, nee. Rennunfälle gibt's nicht. Oder Schallunfälle. Alles easy. Duan auf 8 geblieben, Gasly auf der 4 geblieben. Boah, Alter. Kann man mal machen, zu dritter durch, ey. Und die Lesmos. Und du. Richtung Ascari runter. Ne. Du in siebter. Was machen Verstappen da? Da die Ausbremserstrategie oder was? Sieht so aus, als hätte sich Aston Martin gerade um einen Platz verbessert. Ist bei dir schön flüssig? Bei mir ist flüssig, ja, aber. Nice. Bisher, ja. Ja. Manchmal sehe ich was. Duel mit der Bestzeit. Oha. Was haben denn die anderen so? Boah, die waren auf Mediums. Soft. Angeschlüpperte, die hatten auch keinen neuen Reifensatz mehr. Hier Alonso und Hamilton und Sainz. Ocon. Ja, Verstappen. Oder? Ja. War komisch, dass Verstappen geschluckt wird von beiden Medium-Fahrenden. Ja, stimmt. Gute Taktik von Aston Martin. Sie haben einen Platz. Und Leclerc geht auch an Perez vorbei. Wird das eventuell ein Heimsieg für die Rosso Ferrari? Die Rosa. Ist jetzt was cool und jetzt, wo wir zurückstecken, wenn man wieder durchkriegt wahrscheinlich. Ja. Mit einer Karre, die bei hoher Geschwindigkeit auf Rang 19 ist, ist das dann schon eine schwierige Angelegenheit, möchte ich behaupten.
Nee, hoch waren wir sogar irgendwie Platz 9 oder so oder 10. Echt? Waren wir mittlere Geschwindigkeit 17 und hoch 19? Nee, nee. Das war im ersten Jahr. Okay. Touren auf der 6 immer noch mit der absoluten Bestzeit des Helm Rennen. Oh, Alter, ja, moin, da ist dann der Hamilton durch, na klar. Oh, gelb. Oh, gelb, Sektor 1. Nee. Magnussen. Magnussen echt? Haben da die Räder blockiert? Oh. Sehen wir es uns an. Alle blicken nun auf Kevin Magnussen. Alle lachen nun über Magnussen. Boah. Boah, Alter, was? So geht's auch. Das sah auch gesund das aus, ey. Ist davon wirklich enttäuscht. Hoffen wir, dass wo es ist der Günther hier? Fuck. Hat sich nur noch Helm versteckt. Okay, Gasly hat sich den Platz wieder kämpft. Aber Hamilton ist dran. Duin kommt Richtung Parabolika wieder uns holen. Duin kommt gut zurecht, für dass er auf Medium fährt. Also Duin kommt einfach gut zurecht dafür, dass er Duin ist. Das auch. Sie wird gleich der Sainz kommen wahrscheinlich. Mhm. Oh, aber abgewehrt. Stark. Ja, vielleicht können wir sogar da vorne jetzt wieder schnupfen. Oh, yes. Nice. Ui. Oh, doch nicht nice. Ja, die ganz schön im Infight sind, die beiden Red Bull da. Was ist der Abstand von Duan auf Hamilton? Warte, ich guck gleich. Wetter bleibt trocken. Duan auf Hamilton 0,1. Okay. Boah, Duan Sainz. Knapper Fight. Gelb? Wir sind's nicht. Wir sind's nicht zum Glück. Fernab der Linie. Claire. Ja, hat ihm aber richtig viel gekostet, ja. Wie immer. Können er sich Verstappen und Perez ein bisschen absetzen. Platz gut gemacht. Ja, Hamilton auch mit Soften und Sainz auch. Ja, für das brauchen die ganz schön lange, um da vorbeizukommen. Mhm. Wir sind wieder an dem Punkt, wo ich nicht mehr wieder kenne. Oh je. Sieben Runden hat's gehalten. Das sah die ersten Runden so gut aus, ey. Und dann auf einmal... Oh, warte mal, eventuell muss jemand seinen Upload abbrechen hier. Was Upload? Oh, ich. So. Vielleicht wird's besser. Huch. Reifen ziemlich gleich. Wir haben ja ein bisschen geballert. Jetzt sind wir wieder ex aequo mit den anderen eigentlich. Von den Reifen her. Mhm. Okay. 71% Gasly. Was hat Hamilton? 68. Oh. Also 3 schlechter. Duhin 78. Die anderen 84. Okay. Ja, der ist nicht so der Reifenflüsterer. Nee. Der ist so der Reifenschreier. Da macht Gasly den Job auf jeden Fall besser. Ja. Hat der Alonso nicht auch eine Strafe? Alonso hatte eine Strafe, ja. Okay, dann wieder auf Platz 9. Also, vielleicht ist er nicht ganz so weit hinten gewesen.
nicht ganz so viele Teile getauscht. Gastly auf der 5, Duen auch immer noch auf der 7. Die Alpinen sind im Knack. Im Genick. Na, das heißt Knack. Das heißt, da steht sich Knackwürst und keine Genickwürst. Okay, ich hab nicht gewusst, wie das bei euch heißt. Ah. Und so ist es tatsächlich Genick. Nicht immer, aber in Bayern ist Knack, gell? Da gibt's ja Knackmatsch. Gasly-Kampflinie gegen Sainz. Aber wie alles noch eng beieinander ist. Leclerc auch seinen Fehler wieder gut gemacht, wieder auf der 2. Alle eng hintereinander. Das ist die Frage, ne? Ob die Medium-Reifen, ob die Soft-Reifen eventuell nicht so eine gute Entscheidung auf der Strecke sind. Naja, wir wären, glaube ich, weiß ich nicht, eher im Niemandsland, wenn wir Medium hätten. Wobei Duhin, bei dem läuft es auch. Duhin geht auf Medium ja auch gut mit und Verstappen halt vorne verloren, ne? Ja. Dürfte nicht so ein großer Unterschied sein. Strecke 35 Grad. Ein gutes Überholmanöver von Alpine. Conan Duhit vorbei. Ja, die KI wird eh bald reingehen. Jetzt sind es wieder so 60%. Da geht sie doch ganz gerne rein. Gucken. Jetzt kann ich gerade ein paar Meter mal wieder was erkennen. Ich versuche, die Maus ruhig zu halten. Nein! Bleib hinten, Seins! Okay, ist wieder vorbei. Och, Mann. Die Kamera hält den Atem an. Russell auf der 17. Qualifying verkackt, dann noch die Strafe. Alfa Romeo, unsere direkten Konkurrenten in der WM auf 11 und 12. Das klingt gut. Jetzt wieder gleich vorbei sausen, oder? Der Sainz. Gar nicht mal. Boah. Gar nicht mal. Abstand nach vor so 1,5 leider, das heißt außerhalb vom DRS. Beim Gasly. Das ist so richtig vorbeikommt der Ferrari dann auch nicht, ne? Das ist zwar gefährlich nah dran, aber vorbei geht er nicht. Ne. Boah, jetzt. Oh, okay. Boah, Alter, ja, okay. Jetzt gehört dann der Kotz. Wenn du ihn jetzt noch kontern kann. Boah. Na, du ihn, sag ich Gasly natürlich. Boah, außen? Wenn man das in der Formel 1-Teil ausprobieren würde, würde man das schon längst abfliegen, ey. Ja, jetzt haben wir DRS. Da flappt's hoch. Ocon hat zum Glück kein DRS. Oh. Alter, das ist eine enge Kiste, ey. Sieht so aus, spannender als Fight. Duhin überholt Ocon, yes. Ui. Krass, Duhin, richtig stark. Ja, ich bin auch überrascht. Den hat das vom Jake angespornt, der Kommentar.
Schmeiß dich trotzdem raus. Der ist scheiße. Alonso in der Box, der erste. Schauen, ob was da geht. Medium, ja. Aber da greift keiner den Harten an. Spannend. Oje, da kommt er wieder knapp ran. Jetzt wieder vorbei sausen. Jetzt wieder hin und her hier. Nee, interessant. Und Duin ist auch wieder dran. Krass. Abstand zum Hamilton nach vorher schon 5 Sekunden. Gelb. Wir sind's nicht. Oh, da haben wir gelb. Gelb, gelb, gelb. Die Räder haben wohl blockiert. Schön, nochmal gelb. So. Sieh mal einer an. Ein Ausritt. Stroll. Sieh mal einer an. Schuh und Stroll. Boah, habe ich kurz die Luft angehalten. Da hat sich wer verbremst. Da dachte ich, scheiße. Wenn sich da einer verbremst von dem Pulk, sind alle draußen. Alter, ja. Alter, Duin. Wird dazu passen, dass es Duin ist. Aber der macht gerade hier echt ein krasses Rennen. Ey. What the fuck? Gute Taktik. Die Medien reichen scheinen echt gut zu sein. Sie haben einen Platz gut gemacht. Krass, Alter, wie der den da putzt. Den Sainz. Lange gelb, wir sind's nicht. Jemand geriet ins Schleudern. Schau, mal wieder. Da ist die Wiederholung. Sehen wir nochmal hin. Da haben wir Joe. So eingeschlagen. Das sah nach einem bösen Dreher aus. Langweilig. Böse Dreher. Wie sieht Magnus noch, oder? Nee, Hülkenberg war das an der Stelle im Training. Mhm. Die gehen beide rein, da hinten. Ja. Weiß gar nicht, Gassi schon reinholen und auf Mediums schicken? Könnten wir machen. Also ich könnte nicht überlegen. Beide mal raus. Sollte sich eh ein bisschen absetzen von Duin, wenn es leicht geht. Na, tut aber nicht, weil die Mediums halt besser sind. Sainz zum Glück ein bisschen Verkehr, da mit dem Williams. Lass man da noch eine Runde ballern, würde ich sagen, und dann holen wir ihn rein. Wobei, das ist halt echt krass. Der kann ballern und ist halt trotzdem langsamer als du. Das ist ja übel, wie gut die Mediums sind. Heftig. Oder Duin einfach in sackguter Form. Ja, ich würde es mal eher auf die Reifen schieben. Wow. Das hat nichts mit Duin zu tun. Da hinten spielt sich's auch gut ab. Der Duin drei schon reinholen oder noch nicht? Ja. Hast du schon eingestellt, ne? Box, Box, Box. Box, die Sleep, Box, die Sleep. Ja, passt. Da muss er nicht lang warten. Ist auch gut. Und? Ah, zu Sainz. Oh, okay. Schade. Auf die 13 aktuell. Knapp hinter Sainz und Alonso.
Lila erster Sektor. Kann man so machen. Aber dafür wird der zweite halt. Dafür ist zu viel Störung da auf der Strecke. Das sieht, aber echt, noch persönlich bist du. Sieht echt wild aus. Dass die Mediums irgendwie so viel stärker sind, oder verstehe ich gerade noch wieder jemand nicht? Das ist schon krass. Oder hat da O'Connor einfach die Beste? Der blöde Arsch, oder was? Na klar. Haben wir den auch schön mitgezogen. Den Penner. Alter. Schnapp ihn dir. Ich sagte, schnapp ihn dir. Und dann gleich noch. Ja komm, fick den Seins, fick den Seins. Da ist gelb irgendwo. Aber gelb, aber du entfährt noch. Jemand ist von der Linie abgekommen. Ach, Stroll. Stroll. Na, okay, wir müssen wieder sparen. Krass, ey, ist das eng hier. Vielleicht geht er noch vorbei. Übel. Genau, jawohl. Komm schon, setz dich jetzt durch, Mann. Das gibt's doch nicht. Ach. Auf der Geraden stinken wir halt so weg, ne? Ja. Ferrari rückt um eine Position vor. Aber wir müssen halt auch echt mal kurz beim Duell vorbeischauen, ey. Auf der Dreier, das ist schon verdient, dass er mal kurz im Rampenlicht ist. Ja, leider wieder. Wir wissen, wenn wir ihm die Aufmerksamkeit schenken, dann knallt er das Ding da irgendwo rein. Wie sind die Reifen so? 42%, okay. Bei Duren, bei Leclerc 51. Ja, machbar. Basti und Sainz wieder nebeneinander. Helm im Alpha Tauri. Auf der 5. Gasly-Bestzeit. Badun verliert Zeit, ne? Nach vorne hin? Ja. Ja. Aber nach hinten bleibt's gleich. Okay. Sieht so aus, als hätte sich Aston Martin gerade um einen Schatz verbessert. Die Alpine auch noch im Infighter. Die haben jetzt alle die Medium. Oh, da gehen tatsächlich welche auf die Harten. Vettel, Norris, Schimm. Ja, die waren dann auch recht früh drin, dafür, dass die ja mit Mediums gefahren sind, ne? Du ihn jetzt auf 38%. Kann auch noch wir zwei sind in Runden. Runde. 29. 29. Das heißt, 24 Runden müssen wir mit den Soften schaffen. Ja. Gelb. Boah, ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Oh, lang Ferrari gelb. Hat gerade einen Platz aufgeholt. Unspannend. Oh, Andrea, sehen wir mal, was da passiert ist. Spannender. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Haas. Kevin. Was für Andrea. Ui. Oh. Ja, 22 Runden haben die bei Dings gehalten, bei Gasly mit Ballern. Runde 31 wäre schon gute smooth. Taktik von Aston Martin. Sie haben einen Platz gut gemacht. Bis dahin kommt. Ja, nach vor Abstand, Abstand 17 Sekunden, nach hinten 3,4. Haben die Räder blockiert? Magnussen. Ich
Hamilton jetzt wieder mit der Beste. Buhu. Jetzt die Frage, was machen wir mit Dune? Soft oder hart? Soft, oder? Muss soft riskieren ohne ballern? Naja, bei Gasly haben sie 21 Runden gehalten. Oder 22 sogar. Ferrari rückt um eine Position vor. Und da wäre noch ein bisschen was gegangen, ne? Oder waren sie gehen. Schon im Arsch? Waren so bei, ja, auch so 33% circa. Okay. Und wir haben halt 2 Runden lang geballert. Oh, langer Gelb. Irgendwie ist durchgereicht worden. Sieht aus, als würden die Reifen blockieren. Hülkenberg. No. %32 bei Duhen. Reinholen oder noch eine Runde? Lass immer noch eine fahren, dann kriegen wir den wenigstens noch durch mit den Soften. Da, da muss er jetzt durch. Okay. Sonst uns geht das nachher in den Buchsen. Er ist drin. Oh, der dann hol ihn rein, hol ihn rein, hol ihn rein. Echt? Ja. Okay, ich glaube. Das könnte knapp werden. Jetzt wieder weg. Ja, das wäre so ein Duel-Manöver. Siehst du nur alles in Schutt und Rauch aufgehen? Ja. Buchs, Buchs, Buchs. Geschätzte Platzierung nach Stopp 16 da? Okay. Oha. Von 2 auf 16? Kannst du ja noch ein bisschen mehr rausknallen. Ja, Jackie. Oh, er ist einer von den sicheren Fahrern. Wow. First Update, ja. Hallo, was zur Hölle? Wo ist der Scheiß? Sieht so aus, als hätte sich Aston Martin gerade um einen Platz verbessert. Oh, Alter, der Box. Oh, jetzt könnte es interessant werden. Ich hoffe, wir müssen nicht anhalten. Okay, passt, passt, passt. Wir müssen auf niemanden warten beim Rausfahren. Das passt. Platz 11, okay. Gasly auf der 5 dabei wieder. War Sainz drin? Nee. Aber nur verkackt. Leclerc drin? Schon eine Lücke, ob er die noch zufahren kann auf Norri? Norri? Und dann lässt sie trotzdem ballern. Ah je. Ich glaube nicht, dass Ballern das Richtige bei dem ist. Beim Duell? 19 Runden schaffen, ey. Easy, easy. Oh, nicht mal da holt ein lila Sektor, Alter. Freie Fahrt hier. Jackie. Alpine hat sich gerade verbessert. Och, holt der Ricciardo die Bestzeit oder was? Willst du mich eigentlich verarschen? Miau. Miau. Ja, Gasly immer noch in dem Package mit Alonso und Sainz drinnen. Und Ocon. Von den Reifen her alle ziemlich gleich. Und jetzt muss keiner mehr rein. Ja, mal gucken, ne? Ob Duan seine gute Form, die er auf den Mediums hat, jetzt auf den Soften durchziehen kann. Mhm.
Ja, tendenziell haben wir schon eher verloren. Ja. Herr Hamilton war doch auch nicht so weit vorne, oder? Nee. Der hat da echt profitiert davon, dass da dieses Viererpulk die ganze Zeit am Werkeln war. Vettel auch gut nach vorgekommen im Vergleich zu Duhin zum Beispiel, der ist auf die 11 abgerutscht. Wir waren mal Vierter und Sechster, ne? Jetzt fick halt den Alonso bitte. Aber Duhin ist dran. Oh, Ferrari hat gerade einen Platz aufgeholt. An den Punkt drängen. Wenn Duhin noch reinkommt und ein Pünktchen mitnehmen kann, wäre noch gut. Alfa Romeo vielleicht leer ausgeht. Gelb, Duhin? Er lebt noch. Ich weiß auch nicht, warum ich immer automatisch da auf Duhin schaue. Da ist doch jemand von der Linie abgekommen. Irgendwie ist das seltsam. Was in diesem scheiß Pulk drin hängen, ne? Das ist so ungünstig. Das stimmt. Was ist Hamilton? Medium, okay. Bei dem lief ja echt alles perfekt. Passiert aber auch mal wieder null im Rennen. Ja. Gute Taktik von Aston Martin. Sie haben einen Platz gut gemacht. Aber das immer so lange haltet. Von der Linie abgekommen. Jetzt steckt Duhin wieder ein bisschen hinter Norris und Vettel. Vorne Leclerc. Manöver von Alpine. Verstappen. Perez, Hamilton, Alonso wieder an Gasly vorbei, Gasly wieder an Alonso vorbei. Oh nein, Gasly. Gasly, Alter. Was passiert denn da vorne? Ein schwerer Schlag für Aston Martin, die mehrere Positionen verloren haben. Sehnlos zwei davor, zwei zurück. Das war der Aston Martin. Ja, gut, Alter. Oh, Alter. Och, Mann, Leute, ey. Versuch doch rechts zur fünfte Kurve zu nehmen. Setz doch mal einen oben drauf. Boah, ey. Zuck, zuck. Oh, mein Gott. Ja, Duhin kommt nicht vorbei. Er setzt sich leider fest. Ferrari rückt um eine Position vor. Und Gasly kommt vorne auch nicht so richtig zurecht. Ich meine, immer wieder geht es da hin und her, aber... Ja. Ne? Noch 5 Runden. Wie sehen die Reifen aus? 44 bei Duhin, 41 bei Gasly. Ja. Mercedes hat ballern schwierig. Gut gemacht. Oh, Russell überholt Duhin auf der 12. Gasly auf der 7.
Reifen circa gleich bei allen. Da war gelb. Die Räder haben das wohl ist blockiert. Das hier. Verstappen. Oh, Verstappen 1 auf 4 rutscht. Mal an. Hier sehen wir jetzt 1 auf 4, Verstappen. Da blockieren die Räder und das könnte teuer werden. Oha. Geisterausdreibung. Letzte Runde. Und Gasly knoll nochmal aus. Ich weiß, es gibt immer viel zum Rausknallen, aber. Du hin 28%. Oh, weit ab von der Linie. Gasly. Das ist Leclerc. Charles Leclerc ist der Sieger heute. Okay. Siebter. Naja. Hat besser angefangen. Hat richtig gut angefangen und dann kam der Boxenstopps. Ich bin echt noch überraschend positiv gestimmt. Ich hätte damit gedacht, dass wir keinerlei Punkte holen werden, weil unsere Car dann doch so langsam ist, ne? Ja, stimmt. War dann eher so nach dem Qualifying, dass ich mir dachte, oh, da ist ja richtig was drin. Tja, Pierre Gasly. Boah, da geht ein bisschen was, aber ich meine, ein bisschen was ging ja auch. Punkte mitgenommen. Zumindest bei Gasly, du und halt nicht, aber. Ja. Ja, und vor allem so vor dem ersten Stopp waren beide so gut drauf. Vierter und Sechster. Und dann leider zurückgefallen. Dass sie es weit haben wir vielleicht eine scheiß Boxencrew? Ganz meine Meinung, das war sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, ob es da meinst du echt, dass es daran liegt? Keine Ahnung. Nach diesem Resultat hat das Team den vierten Platz in der Konstrukteurswertung. Reisen Sie mit uns zu der Outlap und Inlap verschissen. Sie ein atemberaubendes Rennen in den Straßen von Singapur. Bei Problemen, was Kühlung zum Beispiel angeht, dass das unsere Car irgendwie langsamer macht im Rennen oder so, oder weiß ich nicht. Kühlung? Haben wir sowas überhaupt? Nee. Wir haben da eigentlich einen Backofen dran. Oh, Hamilton auf der 3. Oh, shit, gute Punkte für Mercedes. Mhm. Aber Alpha ohne Punkte, das ist richtig. Stimmt, Vettel noch durchgereicht. Nice. Leclerc, Perez, Hamilton, Verstappen, Sainz, Alonso, Gasly, Ocon, Russell und Norris. Wir auf der 12 noch. In Duhen. Mal wieder überhaupt nichts passiert im Rennen. Außer Magnussen, der dreimal blöden FK hatte. Und Stroll. Aber wieder nichts. Kein Safety Car. Kein Unfall. Nichts. Naja. Russell. Langweilig. Russell Hamilton, ne? Knapp hintereinander. Ja, trotzdem haben wir mit Gasly wieder ein bisschen Punkte gut gemacht auf Russell. Also ein bisschen weiter den Vorsprung ausgebaut. Ja. Nehmen wir so mit, würde ich sagen. Alpine holt wieder auf Alpha. Wir kommen ein bisschen weg. Alpine ist aber auch stark gefahren, ey. Ja. Krass, ja. Mal schauen, was das noch gibt um Platz 4 herum. 3 wird wahrscheinlich eher nicht klappen. Aber 4 festigen wäre schon nice. 3 ist 98 Punkte weg. Der ist an der Bar Siege. 4 Siege. Puh. $5.3 million. Geil. Jetzt kommt da doch die Info, wie es ausschaut mit der. Oh, wie es ausschaut mit der Abstimmung. Ob die durch ist oder nicht. Oh ja. Ergebnis der Abstimmung. Ui. Nehmen wir das in die nächste Folge mit. Kenny? Jo. Jo.
In 18 Tagen geht's nach Singapur. Ole, ole, ole. Ole, wie man in Singapur sagt. Ja. Ich hätte jetzt auch was rassistisch-asiatisches sagen können. Bleib mal bei Ole. Ja, passt, lieber Lädel. Und dann danke fürs Dazuschauen. Genie fürs Dafürsein. Danke auch. Und dann schauen wir mal, was Singapur dann gibt. Ach, Schmutzstrecke. Lass uns überraschen. Da können wir, glaube ich, wieder eher auf Vorteil. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Schaut aus wie so ein Krokodil. Ein abgealftertes. Wo das Maul so runterhängt. Oh Gott.